Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA The Ballad of Gay Tony. Und wir machen auch bei dem Gay Tony hier weiter beim Verfügbaren. Und da muss ich dann aber, wenn das nächste Mal geht, auch mal wieder hinfahren, weil am Ende sind dann hier alle Tonys abgearbeitet und hier dann noch nicht oder so, irgendwie, keine Ahnung. Aber wird sich schon noch zeigen, nein, Desi. Du kannst mir den Buckel rauf und runter klettern, wenn du möchtest, aber ich gehe jetzt nicht an deinen Anruf ran. Frosting on the cake. Ach du Scheiße, die tust du wieder. This is good blow. Here, give me some. Oh, I know. Oh, yeah. Listen, Gracie, tell your father. Tell him. Tell him you've been selling me coke. He will love that. No. I don't mean that. I mean, tell him I'm okay. You know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Luis, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out like me. People. Luis is always such a buzzkill. We're meant to be having fun here. I'm having fun. I am. Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, Rock. Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rock, or I will be so angry. Where did he go? Who? What is wrong with you, man? You are ruining my buzz, Luis. Tony, where's Tony? He is over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. No, he doesn't. Get up. No. Come on, get up. Get up, you has-been, no good 1980s throwback relapse junkie fan. What's wrong with you, Tony? Get up, baby. Oh, ladies and gentlemen, more shots. Oh, hey. What, guys? What's going on? You tell me, boss. What's going on? What? Huh? Why'd you call? I don't know. Because of that thing, T. Come on, that sparkly thing. Wake up, you junky fag. Oh, right. That thing. That shit. Right, that thing. Okay, all right, Luis. All right, we gotta go. All right, ladies, have some fun. Try to keep your septums all in one piece, huh? Oh, Jesus, man. Yeah. I feel like a camel shat in my mouth. Oh, well, at the end, it wasn't fun. Here we go. Oh, no. Not again. No. Hold on, guys. I wanna come, too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever. So anyway, Sharon, I think I'm gonna sell my car. Oh my god, that is so funny! Wait, what's so funny about that? Absolutely nothing! Was, Spinner? Start ordering these limos. Makes me real classy, don't it? You take Evan, Lou. I'll go with the driver. I could do with not talking. Thanks a lot, though. My God. East Hook, please, driver. Begib dich zu den Docks. Warum eigentlich so rum? What exactly are we doing, man? Listen, Luis, no offense, but I don't know how much I'm allowed to tell you. What you mean, Evan? Tell me everything you know. Really? I mean, how much information are you privy to? You're just the fucking driver, after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of fucking driver. And you're only gonna be hanging around for 2 to 3 months before Tony moves on to another chunk. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are gonna send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're gonna be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. Now tell me what the fuck we doing right now. That attitude's not gonna get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony. Yes, boss. No one else can, Evan. That nice enough? Aw, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun when I'm around. What do you want to know? What are we doing going to the docks in East Hook? We're buying diamonds, $2 million worth. Oh, God. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything. Mir fällt gerade noch was auf. Yeah, I know that money can't be Wenn ich es irgendwo noch einen. Not the accountant. Oh yeah, I forgot. You just stored the money. You don't know where it comes from. The money could be Brocco's, it could be Gracie's. Ich hab so das Gefühl, dass ich weiß, was hier jetzt gleich los sein wird. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Wo bin ich denn eigentlich? Verdammt. Even fucking better, bro. Even better. Hä? Ich kenne mich hier gerade überhaupt nicht aus, aber ich brauche unbedingt was. Unbedingt was zu futtern. Gibt's nicht hier irgendwo einen hübschen
Stand, wo ich was essen kaufen kann oder so. Ich probiere es jetzt mal hier entlang. Da ist ja das eine Bowling-Lokal, oder? War doch hier. Ja, ja, mach ruhig. Ja, ja, halt's Maul. Bin froh, dass ich da durchgekommen bin. Das hätte ganz schön schief gehen können. Oh Mann, gibt's nicht hier irgendwo einen scheiß Hotdog-Stand oder so? Ich will meine Energie noch ein wenig auffrischen. Komm schon. Ich folge jetzt mal dem Navi, aber wenn es hier um Diamanten und lauter so ein Scheiß geht, habe ich so das Gefühl, dass wir möglicherweise jetzt ja, sowohl Nico als auch Johnny treffen und ich habe so das Gefühl, dass es eine mega Ballerei geben könnte und ich hätte jetzt nicht bald einen Scheißstand finde. Wenn ich das futtern kann, dann scheiße ich halt drauf. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt einfach mal drauf scheißen werde. Weil einfach hier weit und breit nichts Essbares zu finden ist. Wenn man nichts braucht, dann ist es Massenware, ne? Oh, da hinten! Da hinten. Ja. Ja. Ja, ich steig gleich wieder ein. Ja, eh um Hotdog zu kaufen. Komm. Ja, ich steig gleich wieder ein. Gib mir diese Hotdog. Ja, lass meine Tür ganz, ja? Danke. Kannst du jetzt mal Richtung Auto gehen, Louis? Danke. So, so, jetzt kann ich hier ohne große Sorgen da hinfahren. So, warum habe ich eigentlich volle Energie jetzt? Haben die anderen mir von der Schutzweste, als sie mich geboxt haben, dann nichts abgezogen? Das finde ich aber nice, dass es so ist. Also die haben die Schutzweste nicht beschädigt beim Boxen. Diese Leute da am diesem, keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist, wo diese Tussi runtergesprungen ist. So, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal mega Zwischensequenz. Hey, what's going on? Which one is Mr. Tony? That would be me. All right, you got what we're looking for? You got the money? Sure, right here. Then I'll get the ice. Hold on. How you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, we cool? Let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Cállate, por favor. Yeah. Yeah, all right. This is them. These are great. They're great. But 2 million. You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what I tell you. Perfect clarity. Beautiful clarity. Well cut and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. Hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No. Ignore him. He's probably been... Ah, da ist schon mal Tony. Tony. You're a chef. Welcome. Yeah, I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look. Here's the money we agreed upon, less 10%. Just give us the ice. All right, all right. Here. Tony, can I hold them? Oh, thank you. Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Kevin, take them to the club. Ha, ha, ha. So, jetzt schnell weg hier. Oder, was passiert? Mal gucken. Schalte die Biker mit den Nachtbomben aus. What the fuck? Ach, ich darf gar nicht fahren. Mach mal hier, bumm, so. Komm. So, tschüss. Wieder so eine Mission. Wo man hier, also wo man gefahren wird und nicht fahren muss und hier. Meine Fresse.
Meine Fresse, alles hier, Johnnys Gang, ne? Oh fuck. Oh fuck, bin ich im Arsch. Zum Glück habe ich mir... Zum Glück habe ich mir nochmal... Zum Glück habe ich mir nochmal ordentlich... Ja, was zu futtern geholt, ne? Alter, die ganzen schönen Wegen hier, diese, wie heißen sie? Slammern. Was willst denn du, LKW da, ja? Gute Nacht. Ja. Ich berühre mich jetzt hier gerade um andere Sachen, ne? Hier nichts. Was? Jetzt nimmer. Ja, 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 ich hatte das irgendwie befürchtet, dass das noch passieren wird. Schade. Aber egal, jetzt Hand geht's wohl. Mission wiederholen. Jawohl. So muss das. Hoffentlich müssen wir... Ja, vielleicht gab es einen Checkpoint irgendwo. Naja, gut. Dann also hier. Von da aus nochmal neu beginnen. So, dummerweise habe ich ja jetzt hier... Komm, mach hinne! Meine Fresse, du. Diesmal hat es aber besser geklappt hier am Anfang. Komm, geht doch mal, Freck, Mann! Scheiß Biker, du. Haha, wie sie in die Luft fliegen hier. Ho, nice. Immerhin habe ich jetzt noch eine gute Menge mehr Energie. Wow, alles zerdeppern hier. Okay, das sind die nächsten. Ah, diesmal klappt es doch wesentlich besser. Den muss ich halt einfach kaputt machen. So. Aha. Wumm. Holla die Fee. Hältst du die Fresse? Danke. Alter Verwolter. Okay. Die darf ich jetzt wahrscheinlich auch gleich wegsprengen, was? Ho! Oh Gott, nö. Weg mit dem Ding. Ah, das Ding ist schon im Arsch. Den Heli werden wir wahrscheinlich nicht abgeschossen kriegen auf die Art und Weise. Kann ich irgendwie Waffen wechseln oder so? Na? Na, erstmal haltet ihr mal die Fresse da hinten. So geht das. Ihr haltet all die Fresse, so. Und jetzt bloß weg hier. Ich würde sagen, weg hier. Und direkt erstmal hier den umfahren, der da. Ja gut, er hat es geschafft. So, werdet die Cops los, gut. Ich tue mein Bestes. Ich werde mein Bestes geben, das zu schaffen. Erstmal fahren wir hier lang. Schön gegen die Richtung. So muss das sein. So, und dann machen wir doch mal hier... Wie wär's, wenn wir jetzt einfach davor fahren, ein Stück zurück und... Na, hier komme ich nicht vorbei. Scheiße.
Ja, ich möchte jetzt mal Pains Primo nutzen, übrigens. Vielleicht. Klappert's. Na. Warum kann ich hier nicht meine Waffe wechseln und ich möchte hier. Das wäre schön, wenn das ginge. Oder natürlich sehen sie mich beim Reinfahren. Genug. Oh, und schon ist der nächste da. Gibt's doch nicht. Na, super. Das spawnen natürlich jetzt gleich nochmal 1000. Natürlich, da kommt auch noch einer her. Ja! Das sind natürlich jetzt gleich Tausende von. Wieso fahre ich da lang? Gute Frage, nächste Frage. Ah, gut, ich glaube, ich komme da durch. Müsste jetzt nur den ganzen Scheiße irgendwie. Ach komm, Helikopter, lass den Quatsch. So schlimm bin ich nun auch wieder nicht, ne? So, und jetzt weg hier. Da scheint ja wohl gerade nichts zu kommen. Außer ein Helikopter. Oh, vielleicht kommen wir auch aus dem Radar raus, so. Naja. Jetzt soll ich schon wieder sehen, dass da gerade schon wieder ein neuer gespawnt ist. Wohl eher nicht. Wohl eher nicht. Obwohl, vielleicht doch. Hey, da vorne ist. Da vorne ist das Ende der Fahnenstange. Ja. Ja, haha, juhu. Ja, dann fahren wir aber jetzt hier geradeaus. Nicht geradeaus. Oh, la, die Waldvieh. So. Some social networking site when a couple of dozen irate bikers are trying to kill him, bro. No one's that vain. Not even him. 10 men, 89 fleeted less than 10 minutes ago. Mega spasti, ne? What's it say? Frag mich, wo der hin ist hier. Bikers, ugh, too young to die? They fucking got him. Ich weiß halt auch echt nicht mehr, was passiert ist und wie und wo und was und warum und überhaupt. That's why I liked him so much. That fuck got himself killed. And a diamond stolen, I might add. Because he needed to tell the internet about his problem. Or you, I can speak ill of him as much as I fucking want. That's the stupidest thing I ever heard. All right, it was a weird move, I'll give you that. But he's dead, killed by social networking. He may have cheated on me and stolen from me and put his plastic surgery on the business credit card. But I like the guy and I'm kind of sad, okay? Well, I know he's dead and he's still pissing me off. We just lost 2 million on those diamonds. Calm down, Luis. You think your boyfriend had just been killed? Naja, was jetzt genau hier passiert, das weiß ich gar nicht, ne? He bleated, didn't he? Sorry, bro. Those diamonds are gone too, Lou. We're really in this shit now. We got no more cards to play. What the fuck is going to go wrong next? Stay cool and don't get too fucked up on those pills. Or that, Charlie. Or any fucking new shit. Hey, Evan ripped you off and he didn't get away with it. Look at it like that. I'll come see you soon. Sure, whatever. So long, stranger. Alles klar, die Karre haben wir ordentlich zerdeppert hier. Och ja, hab ich. You have arrived. Ja, komm, passt schon. So, was machen wir dann jetzt hier? Da ist er wieder ins Hercules gegangen. Er sucht sich einen neuen. So, und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir mal wieder bei Tauben, Möwen vorbei und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das Clubmanagement mal starten. Vielen Dank fürs Zuschauen.